Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS19 aus der Gemeinde Rade. Just fertig geworden mit unserem Feld. Ich habe den Mist mal durchgehauen, sagen wir es mal so. Und ich bin jetzt gerade auf dem Weg zurück zum Hof. Ich will den Miststreuer abkoppeln. Werde den einmal kurz ein bisschen abdampfen und dann koppeln wir den ab, lassen ihn stehen. Und werde dann mir den Flug schnappen, also den Grégory Besson, den Kleinen. Hermann ist noch nicht ganz fertig mit seinem Feldflügen. Wir werden jetzt auf jeden Fall die 43, die wir jetzt hier so akkurat gemacht haben, mit Mist befüllt haben, die werden wir jetzt beflügen, hätte ich jetzt fast gesagt. Und dann mal gucken, dass wir da auch vorankommen. So. Ich muss da lang. Okay. So. Lass mich mal ganz kurz hier. So. Ein bisschen dreckig ist er geworden. Machen wir mal kurz hier ein bisschen sauber. Ich bin bei dem Teppich hier noch am Überlegen, ob ich mir vielleicht andere Reifen kaufe. Der hat jetzt die Vredestein drauf, die sind nicht schlecht, liegt gut breit auf. Aber ich habe gesehen, es gibt mittlerweile, also der Meier hier vor Ort bietet das an, BKT-Reifen, die eigentlich sehr gut passen würden. Nun bin ich am Überlegen, ob ich die austausche gegen BKTs vielleicht. So, wobei natürlich Vredestein, wir haben Vredestein hier auf dem 7810 drauf, die passen natürlich richtig gut. Es ist so eine Frage, ob ich die Vredestein austausche, ich bin mir noch nicht sicher, ich werde mal überlegen, also beide haben so ihre Vor- und Nachteile natürlich, ne? Die Vredestein haben höhere Auflagefläche, die BKT das etwas gröbere Profil, mal gucken. Vielleicht rüste ich die BKTs auch einfach mal auf dem Karat oder auf den Agrolinern aus. Mal gucken. Okay, warum geht das? Okay, kann nicht. So. Gut. Ah, weiß ich noch nicht. BKT ist auf dem 7810. Ja, wäre noch was. Pontis wären auch noch was, vielleicht. So. Also erstmal gucken, dass wir damit so klarkommen, wie es ist hier. Wie Sie sehen, sehen Sie die Rampe nicht. So. Warum? Hä? Auf der Seite ist auch gar nichts. Hä? In dem Fall ist da schon was. So. Denn da? Da ist absolut nichts. Oder stört dich jetzt diese bekloppte Leitplanke da? Sag mal, ja, da ist auch nichts. Kannst du doch so rückwärts rein da, wo wir gerade waren. So. Ja, so war ich doch gerade auch. Was ist da jetzt der Unterschied?
So. Immer sowieso, ich muss den Hopper da mal wegziehen. Der muss mal woanders stehen. Der steht mir da so ein bisschen, nur so ein ganz kleines bisschen im Weg. Den muss ich da nochmal irgendwie ein Stückchen zur Seite woanders hinstellen. Mal gucken. So. Okay. Ja, wow. Wenn er damit das Heckgerät anheben würde, wäre das nice. So. Gut. Dann wollen wir mal. Ich hoffe, der Kleine hier macht das mit, der 7810. Ich darf gleich halt nicht vergessen, ich muss gleich auf den Gang runter schalten, auf Low. Dann sollte das eigentlich mit der Arbeit gut klappen. Mal gucken. Okay. Der Flug ist schwerer als gedacht. Da war jetzt der 7910 doch ein bisschen besser. Ich habe doch ein ordentliches... Eigentlich habe ich gutes Frontgewicht dran. Ja, mal bei Meier mal Geld ausgeben und vielleicht mal so einen Agri-Dumper vorne kaufen. Etwas schwereres Gewicht. Dass der hier auch... Weil das ist ein bisschen riskant, wenn der mir vorne anhebt, ne? Hoffe ich mal, dass er gleich auf dem Acker besser vorankommt. So, die Einfahrt war da vorne. Dann nicht auf Nachbarsgrund, da wollen wir nicht hin. So. Wie mache ich denn das jetzt am dümmsten? Am dümmsten wäre, hier die Bahn zu nehmen. So. Dann dem hier mal zu sagen, berechnen wir mal, okay. Immer. Sieht schon mal gut aus. Na, den kleinen Rand hier kann ich nachher nochmal machen, das ist nicht das Problem. So. Gehen wir mal gleich hier auf die Nachbarsbahn. Gut. Nee, das passt auch. Okay. Hätte jetzt echt ein bisschen Sorge, dass der 7810 vielleicht ein bisschen schlapp macht. Gerade mit dem Flug. Also ich meine, das ist ja 5 Char ist jetzt nicht gerade klein. Und so viel Pferde hat der 7810 dann auch nicht unter der Haube. Irgendwann mal ist halt auch seine Grenze erreicht. Aber ich muss sagen, bis jetzt für die zweite Bahn hier macht er das doch eigentlich recht souverän.
Wobei man merkt schon, also am Limit ist er. Man merkt's. Man merkt's beim Fahren, man merkt's beim Gas geben. Also etwas größer und er hätte vielleicht so seine Problemchen damit. So. Komischerweise kriegt er den bergauf besser gezogen als bergab. Ich meine, Geschwindigkeit stark variierend. Aber das kennen wir ja. Ne, so ein bisschen mehr Stein und schwerer Boden. Ich weiß gar nicht, was wir hier haben. Ist das lehmiger Boden? Oder sandiger Lehm? Ja, sandiger Lehm müsste ich eigentlich schneller vorankommen. Weiß ich gerade gar nicht. So, ich fahre hier auch geradeaus weiter. Die Bahn so weit wie möglich nach hinten ziehen. So, dass ich hier nicht so eine allzu... allzu großes Vorgewende will ich auch nicht lassen. So. Ich freue mich schon, wenn wir jetzt demnächst, also morgen weiß ich noch nicht, aber ich denke mal so innerhalb der nächsten ein, zwei Tage sollten wir eigentlich unseren ersten grünen Schnitt machen können. Da freue ich mich schon mega drauf, weil wir haben die Graswiese extra dafür vorbereitet alles und ich habe Bock. Ich habe Bock, dass wir jetzt auf dem Acker fahren, dass wir die mähen, dass wir die schwaden. Wir werden es dann, denke ich mal, nicht häckseln, sondern mit dem Ladewagen häckseln. Weil wir da ja noch die Funktion des Siliermittels haben. Wir dadurch ein bisschen mehr krasse Silageertrag kriegen. Und dann packen wir das Ganze nämlich schön in unser Silo rein. Ich hoffe, dass wir vorher mit den Aussaaten so gut es geht vorankommen und fertig werden. Dass wir dann einfach quasi sagen können, okay, wir haben jetzt alles soweit, wir können uns jetzt voll und ganz auf Silage konzentrieren. Der Schnitt danach ist dann der Heuschnitt. Aber dann können wir nämlich auch wieder aufs Grüne und Gülle fahren. Also wir können eigentlich die ganze Zeit, wir können Arbeit machen und können gleich wieder Gülle fahren. Es ist gut, gefällt mir. So. Weil ich will unbedingt, also die Hühner wäre ja quasi so der Anfang. Ich brauche dafür aber Weizen. Ich brauche Weizen, ich brauche Gerste, ich brauche Karotten. Ich kann einen Großteil davon kaufen. Also gerade, ich glaube, Karottenpalette gibt es zu kaufen bei Meier, habe ich gesehen. Weizen und Gerste kann ich, glaube ich, auch irgendwo kaufen. In Paletten glaube ich nicht. Ah, irgendwo kann ich es kaufen. Und dann sind wir eigentlich, was Hühner angeht, versorgt. Dann können wir nämlich Tiere schon mal die Hühner kaufen. Da ist halt die Frage, abholen oder liefern lassen. Das ist halt so eine Geschichte, ne? Ich glaube, ich lasse sie mir liefern. Dann habe ich sie gleich am Hof und kann mich gleich reinstürzen quasi in die Verarbeitung. Ich muss aber eigentlich, also die Hühner werde ich erst nach der Aussaat kaufen, weil wenn ich jetzt losgehe und kaufe Hühner, habe ich das Problem, dass da ein Hügel ist. Nein, das Problem habe ich nicht, sondern habe ich das Problem, wenn ich jetzt die Hühner kaufe, muss ich mich jetzt gleich drum kümmern, dafür müsste ich meinen Joskin frei haben, mein Palettentransporter. Und der ist noch nicht frei.
Da ist noch Saatgut drauf. Gerade für hier, ne? Macht ja Sinn. Und ich denke mal, ich werde jetzt die Aussaat, wenn das alles soweit im Boden ist. Und entweder wenn der Silageschnitt schon gemacht ist oder davor. Kommt ganz drauf an, was zuerst fertig ist. Oder wie lange das Gras ist, ob ich dann schon zufrieden bin, ob ich dann schon ernten will. Aber da so irgendwann mal so in dem Zeitraum, da werden wir uns die Hühner zulegen. Als erstes Tier. Ich meine, Schweine kommen auf jeden Fall. Dafür haben wir extra die große Wiese. Also der Schweinehof hier wird tatsächlich, das wird ein Schweinehof. Was Milchvieh angeht, vielleicht in Zukunft, wenn wir die Möglichkeit haben. Wir haben ja noch die Schafe. Die könnten wir theoretisch nach der Krassilage, sobald die siliert, auch schon besorgen. Ja, wir können eigentlich schon die Schafe, die würde ich abholen. Genau, wir lassen uns die Hühner liefern und die Schafe holen wir ab. Das ist, denke ich, mal eine gute Sache. Weil dann können die Schafe nämlich auch schon mal anfangen. Dann kriegen wir nämlich volle, die wir dann wieder verkaufen können. Also, da lohnt sich. Dann können wir mit den Tieren nämlich langsam anfangen. So. Ups. Ist ja nicht so, dass wir hier noch einen großen Acker vor uns haben. Nee, Hermann hat schon gesagt, sobald er mit dem Pflügen durch ist, kommt er her. Kommt hier mit rauf. Und dann pflügen wir das Ganze eben schnell durch. Und dann ist das erledigt. Und dann kommen wir schon beim nächsten Arbeitsschritt. Ich will sowieso, wenn der fertig ist mit Pflügen, denke ich mal eher, dass ich ihn erst hier alleine draufsetze. Dass ich in der Zeit auf dem Teil, wo er jetzt war, schon mal grubbern kann. Das ist ja 78,10 halt noch mehr gefordert. Aber dann kann er hier pflügen, ich kann da grubbern. Sodass wir grubbern und aussehen, sodass ich das, dass wir den Klee noch in den Boden kriegen. Weil es wird auch so langsam aber sicher schon spät in Game. Und da ist natürlich gut. Wenn der Klee schon in den Boden ist, dann haben wir das auch erledigt. Dann haben wir da auch keine Probleme mit. Da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen weniger und dann kann ich mich um die letzten Felder. Ich muss auch noch Feld 15. Das wird ein übler Akt, Feld 15. Das ist unser Maisfeld. Und das hier wird unser. Das ist unser Roggenfeld? Ne, Zuckerrüben. Aber nichtsdestotrotz, ich muss den Klee im Boden haben. Und ich muss mich halt auch langsam aber sicher um das riesige Maisfeld kümmern. Dass das wirklich bereit ist, weil wir da ja CCM von machen. Also mit Mühle am Feldrand etc. Aber da muss ich halt sehen, dass ich da ja mehr oder weniger reinkomme. Mal gucken. Gut, liebe Lüt, ich würde aber sagen, für euch soll es das für heute erstmal gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch, einen Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut und sagt, bis zum nächsten Mal.